Hallöchen, wir sind heute bei Wisst ihr noch? Ich bin die Silke. Ich bin die Emma und wir machen heute das Schulquiz. Mal schauen, wie viel ich noch weiß oder wie viel die Emma überhaupt weiß. Was passiert bei einer Photosynthese? Ich hab das gehabt. Ich weiß nicht. Ich hab darüber einen Test geschrieben, warte. In welchem Fach war das? Biologie. Ach, Biologie, Freunde. Was mit der Sonne auf jeden Fall? Also die Sonnenenergie geht sozusagen aufs Blatt. Dann ist da, wie hießen da mal, Chloroplasten. Ich kann, wenn ich das sehen würde, also ich könnte das sogar zeichnen. Sogar so gut bin ich, Mama. Und dann halt ja Wasser. Mehr weiß ich so sonst nicht. Aber ist doch richtig, oder? Ja, genau so war das auch ungefähr, nur halt, dass keine Pflanze, sondern Blatt war. Genau ja, so. Sauerstoff, ja, ja okay, ja. Ja, Chloro, ja. Genau so. Ja, sag ich auch. Sorry. Dann Mama. Ja, ich bin alt. Was ist die Judikative? Was ist das denn? Kind, du bist auf dem Gymnasium, du musst das wissen. Was ist das? Hör jetzt auf, bitte, ehrlich. Ich bin raus, ich habe überhaupt gar keine Idee. Ah. Ja. Ah, okay. Okay. Wo in Deutschland befindet sich dieser Bahnhof? Mecklenburg Hauptbahnhof. Entweder, also das ist entweder das heißt hier oder da. Das war oben. Dann sag ich jetzt hier. Ma. Was Ma. Ja, in Frankfurt war ich noch nie. Woraus besteht ein Diamant? Oh, ein Diamant. Das ist ein Swarovski. Das ist kein Diamant. Der besteht aus Glitzer. Funkelt. Oh, das habe ich sogar auch in Physik, Mama. Komm. Ja, ganz toll. Und ich habe jetzt gedacht, ach egal, ich war schon wieder auf dem falschen Weg. Ja, vielleicht kommen wir nächstes Mal als Experiment Diamanten. Dann weiß ich direkt Kohlenstoff, kann ich mich direkt melden. Genau, das ist schon mal gut. Kohlenstoff. Muss ich mir nur Diamant, Kohlenstoff. Wie viele Streifen befinden sich auf der Flagge der USA? Keine Ahnung. Mehr. Ich sag mehr. Dann sag ich jetzt einfach. Ich wusste so. Es, ich wusste das. Ich wusste, dass sie jetzt genau zwei mehr macht. Du sollst nicht abgucken. Ich hab doch gar nicht abgeguckt. Ich wusste das. Ja, wenn die das nicht zuhält, das ist wie in der Schule. Ja. Da muss man immer rüber gucken. 13, oh. Ich bin näher dran. Wo befindet sich diese Sehenswürdigkeit? In Schweden. Erdkunde Deutschland, ne? Deutsch. Das Deutsch. Ist in Deutschland. Natürlich. Ja, aber das war im Englischbuch. Ich muss mal ganz kurz überlegen. Ich mache jetzt einfach hier. Sieht sehr groß aus. Ich glaube, da. Ja, da war ich da. Oh Mann! Wer hat mehr Beine? Ein Pferd, 5 Kühe, 3 Spinnen, 4 Hühner, 5 Fische oder 11 Tauben? Die haben keine Beine. Warte, das ist wieder mit Austricksen. Jetzt musst du zählen, Mama. Du musst im Kopf zählen. 5 Kühe sind 5 mal 4, sind 20. Ja, und 3 Spinnen haben 6, glaube ich. Hat die noch mehr? Hat die 8? Oh, die hat 8. Dann hat die am meisten. Ein Pferd sind 4. 5 Kühe sind 20. 3 Spinnen, dann hätten wir 24. Die Hühner haben 2, wären 8. Fische haben gar keine Beine. Und die 11 Tauben sind ja auch, wenn 22. Also die 3 Spinnen. 3 Spinnen. Ha. Schön, ich rechne dir das vor und du drückst. Danke. Ja, nervös. Danke. Wie viele Tasten hat ein klassisches Klavier? Boah, guck mal, ich bin ja der Champion. 88. Ach so, ja. Viele bediene ich oben gar nicht. Oben und unten, ne? Ja. Ja, ich war wieder beim Keyboard. Ach, ich bin egal. Und in welcher Stadt befindet sich diese Sehenswürdigkeit? In Köln. Richtig. Ja, da. Komm. Das war schon gut. Komm. NRW wissen wir ja ein bisschen, ne? Ja. Das ist die Hauptstadt? Düsseldorf. Was hast du letztens gesagt? Duisburg. Was ist die Hauptstadt von NRW? Das sagt die Berlin. Wie heißt das Element Gold auf Latein? So, meine Liebe, überleg, du hast Latein. Ich hoffe, das sieht meine Lehrerin nicht. Gold? Keine Ahnung, ehrlich nicht. Mama, sowas hatte ich noch nicht. Mama, das musst du können, du bist hier. Hallo, seitdem ich dich geboren habe, bin ich dumm. Komm, rate. Irgendwann errät sie das. Das hättest du ja wissen müssen. Nein, ehrlich nicht. So ähnliche Wörter habe ich schon mal im Buch gesehen, aber... Hast du nur gesehen, ne? Ja. Nicht wirklich durchgelesen, ne? Gold hatte ich noch nicht. In Latein, ehrlich nicht. Silber magst du lieber, ne?
Mit wie vielen Figuren beginnt ein Schachspiel? 24 oder 22. Warte mal. Ich muss mal eben kurz. Oh, warum spiele ich auch keinen Schach? Soll ich jetzt aber raten? Kann ich? Ich sag 20. 24. Ich hätte jetzt gedacht, wir haben ja weiße und schwarze. 32. Aber da weiß ich es jetzt wieder. Danke euch, ne? Ich weiß es wieder. Bing. Wie hoch ist der Eiffelturm? Boah, Emma. Ma, da glaube ich doch jetzt nicht. Ich war ganz oben. Ja, und ich habe geheult, weil ich Höhenangst habe. Und ich habe mich keinen Meter bewegt. Irgendwie sowas. Oder fünf. Ich mach mal so. Oh Mann, und ich habe 360. Ich bin so stolz auf dich, mein Kind. Danke. Das hast du ja alles von mir. Das erste Mal, als wir hochgefahren sind, meine Schwester hat gesagt, ich kann nicht, ich glaube, ich habe Höhenangst. Und dann sagt sie, ich muss dann kotzen. Ich sage, weißt du was, aus Solidarität kotze ich mit dir. Dann sind wir da hochgefahren, im Aufzug schon, bin ich in die Knie gegangen. Mein Mann sagt, hör mal, hast du so eine alle und hebt mich hoch. Und ja, dann sind wir ausgestiegen und von da an ging nichts mehr. Ich habe wirklich geheult und die wollten ja noch eine Etage höher. Ich wollte ja gucken, ich habe ja nicht umsonst bezahlt. Ja, und ich stand dann eine Dreiviertelstunde auf der zweiten Etage am Aufzug in der Ecke mit meiner Strickjacke und habe geheult. Und alle haben mich angeguckt und mir sind so die Tränen gelaufen. Wie hieß die türkische Stadt Istanbul bis 1923? Komm immer, ja, das weißt du. Das weiß ich nicht. Ich war noch nie in der Türkei. Ja, ich ja, aber jetzt mal wirklich, das habe ich in Erdkunde gar nicht gehabt. Oder Geschichte auch nicht. Ich glaube, da war ich krank. Ah, das ist jetzt eine recht doofe Antwort. Amsterdam oder so? Nach Amsterdam. Ja, kann ja sein. Stimmt. Nee, Ankara ist die Hauptstadt, oder nicht? Ja. Ja, egal, weiß ich nicht. Ach du Kacke. Ja, da war ich wohl doch nicht krank, ne? Welches ist das größte Säugetier der Welt? Das größte Säugetier der Welt. Ist das der Wal? Der Buckelwal? Gibt's auch einen Blauwal? Mein Gott, Blauwal. Du hättest das nicht gewusst, wenn ich nicht Wal gesagt hätte. Hätte ich auch nicht. Ich hätte Elefant gesagt. Wollte ich gerade sagen. Du hättest bestimmt was anderes gesagt. Ja, egal. Komm, gib 5. Haben wir zusammen ausgekriegt. Welcher ist der rote Planet unseres Sonnensystems? Ihr kommt mir hier mit Sachen, ne? Pluto? Jupiter? Komm, mach. Hau drauf. Aber der Mars ist ja nicht rot. Mars? Guck mal, hab ich doch gesagt, ich gönn dir. Wie viele Flügel hat ein Schmetterling? 4? Das wusste ich, weil Butterfly, das ist oben und unten. Die habe ich früher immer so gerne gemalt. Löse diese Aufgabe. 6 durch 2 in Klammern 1 plus 2 gleich. Ja, Klammer als erstes, Mama. Klammer ja, sind als 3. Erstes. Ja. Dann 6 durch 2 sind auch 3. Ja, das heißt, da steht jetzt kein X. Hä? Wenn es mit X wäre, ist es halt einfacher. Also ich würde jetzt einfach 3 sagen. 1 plus 2 sind 3. So, 6 geteilt durch 2. Also 6 geteilt durch 6 wäre das dann. 6 geteilt durch 6. Nee. Also was? Nein. Also ich würde jetzt sagen, 6, 3. 3 mal 3 sind 9. So. Bäm. Bäm. So. Ich komme jetzt langsam rein. Ach nee. Hast du verstanden? Nee. Wie viele Muskeln benötigen wir, um die Stirn zu runzeln? Ich mach einfach jetzt mal. Super kacke. Ich sag einfach mal so. Guck mal, ich bin näher dran. Was, 43? Also ja, ich hab nichts gemerkt, ehrlich jetzt. Hast du irgendwie, du bist doch gar nicht gespritzt, Botox oder so. Du musst das doch merken. Wie viel Gramm wog das schwerste Baby, das jemals in Deutschland geboren wurde? Boah. Ist das Kilogramm? Gramm. Gramm? Da steht Gramm, nicht Kilogramm. Ach so, ja. Du kannst ja auch in Kilogramm, kannst du auch machen, aber ich würde Gramm sagen. Ich mach einfach so. Ich bin ja dran. Boah, so dick war dann auch nicht. Wo befindet sich die Stadt mit den meisten Einwohnern in Deutschland? Warte mal, jetzt muss ich mal eben überlegen. Die meisten, also NRW hat ja auch viele Einwohner, aber... Berlin. Das heißt, hier ist ja Berlin. Das war das nämlich. Und wo liegt die Hauptstadt von Schleswig-Holstein? Das weiß ich. Das ist Kiel. Ja, ich bin jetzt gerade voll durcheinander. Da war Mecklenburg und dann ist das. Dann ist. Boah, ich kriege eine Krise. Ich weiß nicht genau wo. Ich weiß nicht genau, vielleicht da. Wir suchen ja Kiel. Also ich sag jetzt, ich sag hier. Ja, ich komme hier so. Immer richtig. Ja. Ja, das ist halt mein Kind. Was soll ich sagen?
Ich bin sehr stolz auf dich, mein Kind. Ich weiß, das habe ich dir alles beigebracht. So lange bin ich ja noch nicht, aber die Schlüssel hat auf jeden Fall sich jetzt schon bis jetzt gelohnt. Ja, natürlich. Und bei mir ist es schon zu lange her. Was soll ich sagen? Komm, lass dich drücken. Glückwunsch. So, Leute, das war das Schulquiz von Wisst ihr noch? Es hat uns sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und wenn ihr mehr von uns sehen wollt, dann besucht uns doch gerne auf TikTok bei unserem Account Silemma-83 oder bei Instagram MSI-83. Wir würden uns sehr freuen. Wenn ihr noch mehr Videos sehen wollt, einfach nach links oder rechts, den Kanal bitte oben abonnieren und damit ihr nichts verpasst, die Glocke aktivieren, dann seid ihr mega ausgestattet.